Wir wollen einen Terminkalender verwalten. Und was ja immer ganz wichtig ist, dass ich meinen nächsten Termin, den ich denn so irgendwie anstehen habe, dass ich den immer schnell im Zugriff habe. Und ich hätte natürlich gerne irgendwie ein schnelles Einfügen neuer Termine. Also ich suche jetzt quasi, was suchen wir eigentlich? Wir suchen einen Algorithmus, irgendwie um schnell auf das nächste Element zuzugreifen, also auf den nächsten Termin. Wir suchen einen Algorithmus, um neue Elemente einzufügen. Und irgendwo müssen wir das ganze Zeug ja auch speichern. Das heißt, wir brauchen irgendwie eine Datenstruktur. Eine Datenstruktur, wo wir auf das maximale Element zugreifen können und wo wir diese Einfügeoperation schnell durchführen können. Das nenne ich mal F1 und F2. Das steht einfach nur irgendwie für Funktion. Ich brauche eine Funktion, um schnell auf den jeweils nächsten Termin zuzugreifen und F2 schnell einzufügen. Wie sieht das mit der Funktion F1 aus? Wie kriegen wir das bei einem sortierten Feld? Wo ist sie hin? Also wenn ich nicht das vorherige oder nächste, ich brauche das erste oder das letzte. Ob ich aufsteigend oder absteigend sortiert habe. Ne? Also es geht irgendwie einfach. Und wie sieht das mit F2 aus? Jetzt möchte ich einen neuen Termin einfügen. Es ist ja nun leider nicht so der Fall, dass wenn ich jetzt 10 Termine habe, dass der nächste Termin dann sozusagen der am weitest hinten liegende ist, sondern da kommt irgendwie mein Chef, Vorgesetzter und sagt mir, du, morgen haben wir jetzt einen ganz dringenden Termin. Also ich muss irgendwie meine ganze Prioritätenliste irgendwie über den Haufen werfen. Ich muss das Ding wirklich einfügen. Also meine bestehende Ordnung wird gegebenenfalls durcheinander gebracht. Und im schlimmsten Fall, wenn ich das jetzt mit so einem Feld verwalte, ich habe jetzt meine ganzen Termine hier so drin stehen. Und jetzt kommt irgendwie so ein ganz wichtiger Termin, der halt ganz kurzfristig ist. Und dann kommt da irgendwie mein neuer Termin T2 hin. Ich muss hier Platz schaffen. Und in so einem Feld muss ich da wirklich verschieben. Und das kostet mich linearen Aufwand. Genau die Aufgabe, die wir beim letzten Mal hatten, konnten wir mit der binären Suche den Insertion Sort modifizieren. Das war genau der Knackpunkt, dass wir dann nämlich einfach verschieben müssen. Und dann kommen wir nicht mehr mit dem logarithmischen Aufwand dahin. Das heißt, hier müssen wir Zeit investieren. Wir machen das auf der Basis von binären Heaps, die wir gerade kennengelernt haben. Nennen wir das jetzt mal Priority Queue. Eine Datenstruktur, die eine Menge von Schlüsseln verwaltet, das wären jetzt beispielsweise unsere Termine, und die folgenden Methoden unterstützt. Insert, S ist meine bestehende Priority Queue, und wir fügen das Element X dort ein. Wir hätten gerne das größte Element, einfach nur so als Element zurückgegeben und einmal das erste Element gelöscht oder das größte Element gelöscht. Ja, und jetzt gucken, das wäre ja sozusagen genau das, was ich von so einem Terminkalender erwarte. Ne? Ich brauche das wichtigste oder den nächsten Termin, das wäre das maximale Element bei einer entsprechenden Ordnung. Den Termin möchte ich vielleicht löschen und ich möchte halt neue Termine einfügen. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie wir das denn mit Queues machen können. Heap Maximum. Also, das soll mir das größte Element liefern. Ist trivial, ne? Wir brauchen nämlich nur das erste Element. Das schreiben Informatiker so gerne, trivial. Das heißt, da haben wir O von 1 Zeit. Ne, brauchen wir nur das erste Element zurückgeben. Wie sieht das aus, wenn wir das extrahieren wollen? Also nicht nur zurückliefern, sondern auch löschen wollen. Ich gehe mit dem Heap da rein. Ja, wenn der irgendwie leer ist, dann steht halt nichts drin. Ansonsten hole ich mir das größte Element raus, speichere ich mir hier in Max, hole mir das letzte Element, mache das zum ersten Element, verringere sozusagen die Heap-Größe und stelle die Heap-Eigenschaft wieder her. Also genau das eigentlich, was wir eben auch gemacht haben. Aufwand entsteht letztendlich nur hier. Genau das gleiche wie eben auch, ne? O von log n Aufwand. Ja, und das Einfügen. Heap Insert. Gegebenenfalls muss ich ein bisschen Platz schaffen. Also wenn der Heap irgendwie, oder wenn das Feld zu klein ist. Ich trage das an der letzten Position ein. Warte mal. Key ist das Element, was ich einfügen möchte. Ja, und ich schaffe mir sozusagen unten einmal Platz, indem ich quasi ein so ein leeres Element da reinhole in meinen Heap. Ja, und dann bringe ich sozusagen das neu einzufügende Element an die richtige Position, indem ich mir immer meinen Vorgänger angucke. Ja, und wenn der Vorgänger halt größer ist, dann ist in Ordnung. Wenn es aber kleiner ist, ja, dann muss ich das quasi nach oben reichen. Dann tausche ich quasi die Positionen. Machen wir uns mal einfach an einem Beispiel klar. Ja, ich möchte jetzt hier beispielsweise die 15 einfügen. Das ist das Element, was ich einfügen möchte. Dann hänge ich mir sozusagen hier einmal eine neue Schachtel drunter, gucke mir dann einfach an, 15, ja, wenn die größer ist als die 7, dann bringe ich quasi so in Gedanken die 15 hier hin. Das bleibt gleich. Ja, 14, dann hätte ich hier die 15, hier die 7. Ja, jetzt laufe ich in meiner Schleife aber weiter, gucke mir, also hier gucke ich mir diese beiden Elemente an, jetzt gucke ich mir diese beiden Elemente an, bringe das nach oben, ja, dann habe ich hier die 16 stehen, die 7 steht schon hier. So, und die beiden vertausche ich auch. Das heißt, hier kommt die 15 hin und hier die 14. Ja, und hier, dieser Schlüssel ist kleiner als der Vorgänger. Ja, dann bleibt das so erhalten.
Ja, das ist genau hier diese Schleife, die ich jetzt gerade durchgelaufen bin. Solange wir noch nicht an der Wurzel angekommen sind, das ist hier das i größer 1. Und solange mein Vorgänger, mein Vater, kleiner ist als der Key, das einzufügende Element, ich bringe sozusagen diese leere Stelle, die bringe ich einfach irgendwie nach oben. Setze dann sozusagen die Elemente von oben nach unten ein. Also wie ich das hier mit der 7 gemacht habe, die kommt dann halt hier unten an diese Stelle. Na stimmt, ich habe es falsch angemalt. Das passt so nicht, wie ich es angemalt habe. Muss ich den auch richtig machen. Dieses Einfügen machen wir eigentlich erst dann, wenn wir die Position festgestellt haben. Ja, also die 15 steht hier nicht, da habe ich Unsinn gemacht. Da steht eigentlich gar nichts drin. Ja, und dann vergleiche ich sozusagen, ich habe im 15 als Key, habe ich quasi im Hinterkopf, ja, und vergleiche dann hier mit der Position. Und wenn ich feststelle, oh, die 14 muss hier unten rein, dann setze ich die hier unten rein. Und erst dann, wenn ich die Position gefunden habe für dieses Key, dann schreibe ich sie auch wirklich in das Feld rein. Also das Key wird nur ein einziges Mal in das Feld reingeschrieben. Das ist dann sozusagen, wenn ich aus der Schleife rausgekommen bin, dann hat sozusagen das I genau den richtigen Index. Ja, und Aufwand. Was entsteht da an Aufwand? Was ist der Worst Case, wenn ich das größte Element eintragen möchte? Oder sagen wir, wenn ich ein Element eintragen möchte, das größer ist als alle bisherigen, dann muss das Element bis an die Wurzel gebracht werden. Ja, und eben bei dem Heapify sind wir von oben nach unten gestiegen. Jetzt steigen wir von unten nach oben. Das heißt, auch hier haben wir O von log n Aufwand. Ist eigentlich ein ganz schönes Beispiel, ja, für Zusammenspiel von Datenstruktur und Algorithmus. Da haben wir jetzt sozusagen eine erste Datenstruktur kennengelernt, wo wir gegenüber dem naiven Ansatz eine deutliche Verbesserung haben. Ja, wir brauchen genau diese Operationen hier, ja, und diese Datenstruktur leistet uns das. Was ich hier sozusagen als naiven Ansatz genommen habe, diese vollständige Sortierung, wäre hier überflüssig. Die brauche ich einfach nicht. Ne? Ist zwar irgendwie schön, ästhetisch vielleicht wertvoll, dass das irgendwie vollständig sortiert ist, aber für unsere Funktionalität, die wir gerne hätten, ist das sozusagen mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Ne? Wir haben jetzt sozusagen eine Datenstruktur uns überlegt, die genau unseren Anforderungen entspricht und die uns das irgendwie wesentlich schneller liefert.